Na dann, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Filmist Ultimate. Halt, aktuell wieder halt alleine mit Peter, wie am Beginn des Let's Plays. Der Duell ist ja schon offline, der Gast ist jetzt auch schon offline dann. Bellotzo ist geleftet. Bist du dran? Muss ich gerade mal pennen. So. Das Portal lege ich erstmal wieder hier rein. Schon sonst eine Idee, wo wir das jetzt hinplatzieren. Und dafür brauche ich erstmal Holz. Der Plan dort zu ändern, dass wir das Nähtportal sozusagen provisorisch erstmal dahin platzieren. Das ist erstmal sozusagen in den Keller dann sozusagen platzieren. Weil ja dann eh vielleicht sozusagen ja bald eh die Verbindung dann eigentlich im Keller machen, dann ist es ja egal, welche Unternehmen das hier dann steht. Halt wie immer so zentral bisschen leise hier. Besonders wenn wir halt schatten, dass wir 12 sind. Damit macht der E. So. Und bitte. Der Peter Nudel, der will gerade nach Bienensachen. Nämlich. An sich hatte ich jetzt sozusagen, ja. Weil man das. Der ganze Keller, der ist ja telephosaurisch von meiner Seite aus. Dessen hatte ich jetzt vor das Haus, da weiter hinten nochmal ein. Nochmal zwei größer. Durch den schmalen Ganghalter. Den wir da jetzt haben. Letzten Fall jetzt errichtet habe. Da sozusagen jetzt da hinten. So, den Bereich dann da haben. Wo es dann jetzt eigentlich in den Keller an sich auch richtig gehen wird dann. Weil dann würden sie sozusagen da drin das Portal platzieren, weil das ist ja an sich haben wir hier eine 4er Deckenhöhe, aber der Keller soll eine 5er Deckenhöhe haben. Ich hoffe, ich habe da hinten vorne schon richtig gemacht. Sonst muss ich nochmal alles umgraben. Na, dann würden sie sozusagen das Portal erstmal unten rein platzieren. Mit dem Lauf. Wollen wir nicht auch noch gehen, sollte denn in einer Pause sein, wenn es dann gleich asymmetrisch wird. Wird halt jetzt ein bisschen aus wie bei High gleich, weil, weil das Teil sozusagen jetzt da drunter ist. Das, wir bauen das Haus ja schon einen Berg, der Berg bleibt natürlich noch stehen. Ich werde mal schon noch vielleicht nach der Zeit vielleicht auch entfernen den Berg. Oder vielleicht lasse ich das auch so, dass das Haus hinten in den Berg reingeht, weil übrigens wird eine Zeit. Ich habe ja vor. Das Haus natürlich, hab gerade in dessen Nachrichten vom Haus sozusagen, dass ich da, wie ich das Haus vorhabe. Ist ja dann eine zweite Etage oben drauf kriegen.
die wir dann etwa sozusagen aus dem Berg rauskommen. Das werden wir das sozusagen noch da lassen den Berg aktuell, weil sonst. Weil die Sache wäre, es ist ja, ich kann ja gerade schlecht sein. Halt, es ist ja so, dass ja der ganze Berg, wo die ganzen Bäume ja sind, der Fall ist, dass es ja der Berg, wo das Haus dran steht. Wir müssten ja diesen ganzen Berg sozusagen unterformen. Und das wäre ein bisschen viel. Deswegen würden wir das in den das Haus in den Berg reinbauen. Oben drauf sozusagen die Sache, die man draußen dann auch da oben sieht. Weil das Haus wohl zwei Engel soll selber haben. Ah, okay, habe ich schon einen Fehler gemacht. Scheiße. Weil das hier. Mir selber. Den gemeinsamen Teller-Sache, den werden wir wohl weiter hinten nehmen lassen, irgendwann, für ihn technisch, wenn ich sag mal, wir nicht sofort sonst Wasser kriegen, aber wir das Wasser auf andere Weise mitmachen, als mit Pumpen dann später. Weil an sich haben wir hierfür ja einen Server, ja, wie man ja wohl weiß, sonst könnten wir ja gerade schlecht alle gemeinsam so leicht mal spielen. Da sieht man an der Slot-Anzahl, ja. Was ja auch klar ist, an sich würden die wohl den Keller dann ja nicht vom Wasser entleeren mit den Pumpen. Davor müssten wir eh erstmal das Öl da vorne leer kriegen, was wir da vorne leer haben. Ist das weg? Wir würden den Keller weiter hinten anfangen. Also sozusagen erstmal unter dem Land hier sozusagen den Keller errichten. Also minimal vielleicht Wasser manuell mit per Hand zumauern müssen, dass wir das Wasser weg haben. Aber um das Wasser dann endgültig zu entfernen, werden wir nicht mit Pumpen sozusagen arbeiten, weil das hatten wir schon mal und das hat den alten Server schon mal zum Hängen gebracht sozusagen. Hat den Server schon mal früher mal ein bisschen zum Rundeln gebracht, das ist so zu entfernen, das wäre auch eine riesen Wassermasse, weil der schon ein bisschen auf jeden Fall, ich würde mal sagen, schon so jetzt zum Ende der, wenn ich da vorne stehe, ich werde jetzt eh schon mal ein bisschen wegen den Bäumen, ich ja hinten müssen warten, ja. Wenn wir jetzt hier vorne stehen, die vorderste Spitze des Landes, wir werden auf jeden Fall locker bis hier, bis am Ende der Map jetzt gerade, dass ich hier gerade ja sehe, wenn der locker, weil so ein Platz findet, den. Vielleicht wollen wir das wirklich mal so machen. Weil an sich, ich meine, was man ja beim letzten Mal gesehen hat, dass das halt alles eigentlich an einer Position ist. Und ist vom Kollegen vielleicht vermutet und das ist deswegen in meinem Keller. Naja, man hier voll diese nicht, also das ist eine Reihe. 10 FPS-Teller, von der letzten Show gab es ja eine Folge. Wird es vielleicht Teller auch keine lieben. Weil einfach der Keller so Probleme macht. Wenn ihr vielleicht dort hätten die es vielleicht auch ausgenommen mit dem Projekt, ich meine auch mit den Spielern sich hier ein bisschen vielleicht eigentlich auch solche gleichen Erfahrungen hätten, können ja vielleicht mal aus. Ich bin den Ruf eigentlich selten für sowas auf, aber das ist jetzt eigentlich eher mal eine Frage, ob Leute auch vielleicht auch sowas hatten und wie sie es gelöst bekamen. Das ist ja so eine Frage eher. Also. Ich hab schon mal Network. Also muss ich gleich noch den Network Farm nehmen. Hier muss noch einer rein. So, da einmal. So, auf die Tour hier rum und da aus dem Weg. Letztendlich Schlamm sein der Wohnabteil. Die hauen wir erstmal raus.
die werden bis hier hinten noch Basalt verlegen, damit das da hinten mit Parkett dann aber hinten mit Holzbahn auslegt. Ich will jetzt mal kurz was nachgucken, was wie dick habe ich diese Idee? Die ist 2 dick sozusagen. Okay, ja, 2 dick. Ist die dicke? Dreimal drauf, dreimal drauf, da, da, und da, und da, und dort. Au, nicht da runter. So, schön, ich hab den, wir sehen hier noch mehr Holz, viel mehr Holz nämlich. Das ist dieses bisschen Pipipolo Holz, was ich jetzt da gebaut habe. Die größten Bäume, die auch am meisten nämlich mal Holz liefern. Ich meine fast halt nehmen wir Dschungelholz hier. Dschungelbäume sind ja schon noch ein bisschen größer als die hier. Okay, jetzt zappeln wir erst weiter. Der Teil in der Wald. Seid ihr nicht direkt in der Tür zu nah am Haus? Falls ich ja damit. Die wird jetzt geil, jetzt machen wir das auf der anderen Seite sozusagen, dass sie da platzieren. Hier auch nicht. Lass sie auch mal da hinten hin. So. Na, ist ja dunkel. Und bitte, erfolgreich auf der Suche. Nach was? Ich hätte gedacht, du suchst noch, hast du was gesucht? Gerade. Ja, im Prinzip bin ich gerade auf Dings Erkundungstour, weil ich nach ein paar Bienen suche. Ah. Weißt du jetzt, wie ich die fangen kann? Für welche Gattung was ungefähr braucht. Fangen kannst? Ja, mit den, was du mir ja auch schon gesagt hast. Ich meine, dass du sozusagen die Hives weiter abbauen kannst, das meinst du damit gerade? Genau. Ja. Okay. Ja, das sind ja die alle anderen. Ich hätte den diesen Wei. Plus. Ne, das ist Plus 7. Es gab doch noch einen anderen Zaun. Ich hätte gerne. Ich, das gucke ich vielleicht im Haus. Und ich will hier draußen in der Wildnis rumstehen in der Nacht. Wetter die kennt. Ich schlag euch mit meinem Essen. Man hat auch das Skelett. Wo ist das bloß? Wie ist dieses Skelett? Ich hab dich gehört.
Nord. Stopp. Da ist die nächste. Ja, ich auch. So. Da haben wir das Plattback. So. Haben wir das mal. Schon wieder. Ein weiteres Skelett begrüßt mich hier in der Mittagsanbauzeit hier. Ja, ich hab noch Bedrock. Bed Cobblestone. So. Na, muss ich das am Ende nicht verarschen? So lange. Tja, Zombie ausgetrickst. Ah ne, das die läuft nur 7 Stunden. Ist ja nur die. Ist ja nur die, oder wird 024. Ja, ist ja nur die, okay, das sieht. Das sieht schneller aus. Und wie läuft die Suche? Ich hab bereits. Hast 3 Sachen gefunden? Ja. Falsche Nachricht für Mika. Schwieber schon wieder installiert. Hier ist noch ein Zeppelin, das ich nicht aufsammeln kann. Wo ist die? Warte. Legendäre Zeppelin, Silber, Töne 2. Spinne im Hause. Ist nur 2 Türen. Ein wird. Den wird wohl hier.
zu mir. Okay, dann bräuchte er wohl ein paar mehr Schaufeln. Nehmen wir erstmal weiter aus, dann schon die Bäume nachher fassen. So. Diese Zeisen hätten wir nochmal raus. Die legen wir hier rein. Das Marble wollen wir da rein. Ja, einmal zu mir. Das ist ein dahin. Die hohen, das brauche ich nicht. Die Spitzhacken. Die ist eventuell, lasse ich mal damit. So. So, nehmen wir mal 4 Schaufeln mit. Die Verfolgerspinne. Dach. Ich. Hab sie schon. Busch und sie. So, na, schwarzer Schaf. So. Wir sind schon wieder am Ende der Folge anlangt, selber. Okay. Ja, schon mal wieder am Ende der Folge. Wie schnell immer. Nein, ich wollte. So. Auch wenn man nichts sagt. Ja, es ist in der Tat schon wieder so still. Jetzt sind wir nur noch alleine, die damit sind nicht schneller. Aber er ändert viel Macht, was er sind. Ist halt, glaube ich, in einem gefühlt mehr Gesprächsbedarf, oder? Wenn er dabei ist. Ja. Es ist eben halt Unterschied, wenn 2 Personen da sind. Ach, das ist nicht so unbedingt. Das liegt vielleicht auch an der Person, sondern ob wir viel quatschen, einfach auch. Ich meine, der Drone ist doch auch eigentlich in seinem Minecraft der P alleine gewesen. Und hat gequatscht wie ein Wasserfall. Ja, gut, ich bin nicht so der Typ, der. Ja. Yeah. Quatsch. Ja, besonders finde ich ein Typ auch das. Ja, da bin ja. Ich eher. Befehlsteamer. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.